Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele den Oni. Ja, und ich spiele mit den Perks Henkersstreich, ansteckende Angst, kein Ausweg und korrupte Intervention. Und ja, dort hinten sind die Überlebenden schon mal gespawnt. Wunderbar, dass ich die direkt gesehen habe. So, ich spiele den Oni mal wieder. Und ich habe außerdem eine Daily, dass ich mit Henkersstreich spielen muss. Und da mindestens zwei Leute schnappen soll. Das gibt's doch nicht. Okay. Ich brauche meinen ersten Hit. Den dort hinten, da hatte ich irgendwie keine Lust, noch 3 Jahre um das Haus zu laufen. Weil ich glaube, ich hätte mir den Schlag einfach tun sollen. Okay. So. Mal. Ich habe an Addons mit, dass meine Kraft 10 Sekunden länger anhält und außerdem, dass die Überlebenden mehr Blutkugeln fallen lassen. So, und wir spielen genau, ich weiß gar nicht, ob ich es schon gesagt habe, wir spielen gegen hier 4 Felix. Das wird eine Freude. Okay. Es gibt mir Power. Wunderbar. Perfekt, das haben wir zerstört. Okay. Den würde ich ganz gerne mir noch so holen, ohne meine Kraft zu zünden. Vor allem, wie viel Blut er hinterlassen hat, einfach durch den Hüpfer. Sehr lecker. Wunderbar. Okay, ich lasse ihn laufen, zünde meine Kraft, weil ich nämlich weiß, dass dort oben alle Leute sind. So, und wir ziehen los. Einmal. Perfekt. Ist Kollege da wieder rein? Ja. Nee, hä? Vielleicht täusche ich mich auch. Okay, ich nehme dich mit. Das ist kein Winkel zum Glück. Hier haben wir den Keller. Okay, dich hänge ich dort runter. Dann haben wir unser erstes Zeichen. Sie haben schon reichlich Gens gemacht. Oh, lief nicht so. Und wir haben uns auch kaum umgeschaut mit Henkersstreich. Mit. Ich spiele einmal mit so neuen Perks. Weil Henkersstreich ist doch so ein Perk. So, so gut ist das nicht, finde ich. Das ist wirklich sehr speziell. Okay, der hat nur angetäuscht, ja. So, wenn ich dir wieder einen mitgebe. Oh, schade. Okay. Ich bräuchte mal mehr Blut. Hier vorne liegt noch mehr Blut, perfekt. Komm her, Blut. Wir haben hier ein paar Paletten schon zumindest alles rausgenommen. Hier ist ein Rabe aufgeflogen. Ich trete hier kurz gegen und schaue ich mich um. Hä? Warum fliegen da Raben hoch? Okay. Sie haben den nächsten Gen geschafft. Atem nehmen wir das, denke ich. Oder ich habe es einfach nicht gesehen. Ich weiß halt, dass hier, ja, dort hinten der andere noch war. Der kam hier lang. Dort hinten. Ah, oh, schade. Ich hätte die Hoffnung, ihn da zu erwischen. Richtig. Okay, dort unten wurde er endlich gerettet. 2 Leute schreien auf. Du kommst mit. Okay, und dort an den Haken. Für die war das bestimmt ein bisschen campy, dass ich hier die ganze Zeit war, aber irgendwie waren hier Leute, ich habe die ganze Zeit Schritte gehört, die waren hier an dem Gen. Deshalb bin ich auch hier in der Nähe geblieben. Ich lasse den jetzt mal ein bisschen Raum dort.
Ah, jetzt haben sie sich geheilt. Jetzt kann ich wieder reingehen. Die haben sich hier geheilt. Perfekt. Das nehme ich doch gerne mit. Das ist lecker. Waren beide hier? Ich schaue mal ganz kurz die Gens dort hinten ab. Niemand da. Niemand hier. Also sind sie... Ja, die wollten halt immer den Gen dort machen. Hallo? Das war ein bisschen zu gierig. Okay, der wurde gerettet. Hab ich dich? Okay. Der hat garantiert geliehene Zeit und wollte jetzt einfach nur geschlagen werden. Hat aber nicht damit gerechnet, dass ich einfach nicht gebacken bekomme, hier überhaupt irgendwas zu machen. Hab ich dich? Zwei Leute schreien, einer dort, einer dort. Okay, die heilen sich alle. So, wenn ich dich niederschlage, der hat aber glaube ich noch hart im Nehmen, ne? Oh, das war der Felix mit hart im Nehmen. Yep. Zack. Du kommst mit. Dort an den Haken und dann hebe ich die anderen noch auf. Puh, plötzlich liegt das halbe Team, ne? Dort ganz hinten sehe ich ihn. Ach so, wegen Henkers Streich. Mensch, das erste Mal, dass man irgendwas von Henkers Streich gesehen hat, die Runde. Okay. Also theoretisch könnte ich es jetzt auch hier beenden, ne? Ich meine, wenn ich den hier finde, ja. Einer ist gedisconnected. Aber ich meine, Leute, dann halt das halbe Team liegt dort hinten. Und was macht er? Den Gen. Und gibt mir damit sowas von den Freifahrtsschein, jetzt hier auf ihn zu gehen. Schön angetäuscht. Hart im Nehmen, gut gezündet. Okay. Ich lasse den anderen mal laufen. Beziehungsweise mir bleibt auch nicht viel anderes übrig, aber das sind halt so als Killer so Situationen, ne, da, ja, ich meine, gut, wäre jetzt der eine nicht disconnected, ne, dann hätten sie jetzt immer noch gute Chancen, ich meine, gut, haben sie immer noch zwei Leute leben, aber das ist halt, ne, es war eine Tonne hier hinten. Oh, Rennspuren in die andere Richtung. Rennspuren hier rein, da durch. Hallöchen. Eigentlich soll er doch durchhüpfen. Okay. Wenn der hart im Nehmen hat, kommt der raus. Hab ich dich. Okay, der hat hart im Nehmen, aber wenn ich halt diesen Oni-Schlag mache, dash ich immer ein ganzes Stück nach vorne. Und die Überlebenden kommen da halt, beziehungsweise und kann damit so ein bisschen das hart im Nehmen vielleicht ausgleichen. Den haben wir jetzt tot. Dort hinten war ganz viel Blut, das hole ich mir. Was für eine chaotische Runde. Oh ja, hier ist auch noch jemand. Der Felix, hallo. Schade. Ich hätte eigentlich gerne mehr Blut. Dann könnte ich ihn nämlich vielleicht one-hitten. Yep. Oh, schön gemacht, Mensch. Damit hatte ich echt nicht gerechnet. Ja, geht jetzt für das Fenster. So. Hier rum. Jetzt kriegt er nochmal den Hit. Perfekt. Neue Power ist da.
Durch das Fenster kann er auch nicht mehr. Schön angetäuscht, Mensch. Der ist echt gut hier. Der Kollege. Hab ich dich? Die Sache ist, wenn der andere Felix jetzt ans Tor geht, wird er merken, er kann es nicht öffnen. Und wird seine Nase platt drücken. Hep. So, du hängst. Beide Tore sind auch noch auf der Seite hier. Das ist natürlich bescheiden. Für die Überlebenden. Hier haben sich gerade Raben wieder hingesetzt. Ja, hier haben wir Rennspuren. Direkt hierher. Mal. Ich weiß gar nicht, wen ich jetzt erwischt hatte, aber es war ein Felix. Hart nehmen. Ja. Okay. Schade. So. Na gut, dann komm. Ach, wollte nicht hüpfen, okay. Den anderen habe ich damit immer gekriegt. Mit diesen Antäuschen. Ja, schnell und leise durch. Neue Jagd gestartet. So, ich glaube, noch einmal kannst du, oder? Nee, geht nicht. Ey, heilt auf, denke ich mal. Oh. Okay, die machen es hier nochmal spannend. Hab ich dich? Okay. Na gut, damit haben wir es beendet. Krasse Runde. Irgendwie sehr weird. Also den einen hat man am Keller dort hinten erwischt. Dann habe ich hier die ganze Zeit von der Seite hier weggescheucht. Einer hat dort hinten nochmal repariert. Aber konnte den, die haben dann erst gerettet, als der eine in die zweite Hakenphase gekommen ist. Der übrigens in die zweite Hakenphase gekommen ist, hat auch das Spiel verlassen. Ist auch gedisconnected. Und dann lagen plötzlich alle drei und einer macht hier hinten den Gen und sagt mir sozusagen, hey Felix, also wenn du gewinnen möchtest, bitteschön. Ist halt, ja. Ich glaube, in so einer Situation, wenn wirklich das gesamte Team liegt, nicht den letzten Gen machen. Dann einfach versuchen, den Gen auf 99 lassen und Richtung Team gehen oder rennen oder sich jedenfalls nicht zeigen lassen. Ne? Weil das hat mir in dem Moment halt alles in die Hand gegeben. Aber gut, ich glaube, wäre der eine nicht gedisconnected, die konnten sich ja dann doch davon erholen, hätten sie es vielleicht auch geschafft. Die haben echt gut gespielt. Good game, well played. War eine schöne Runde. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!